Hallo? Was? Ich esse. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren heute wieder aufs Turnier nach Paulhagen. Ich esse jetzt erstmal Burger zum Frühstück. Dann müssen wir gleich rausgehen, Sam fertig machen. Weil ich reite mit Sam nämlich heute eine E-Dressur und Dressurreiter. Und? Du bist gespannt, wie das klappt in der E-Dressur, ne? Ja, weil die E-Dressur auch noch davor ist. Und ohne Hilfszügel. Mhm. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Wir frühstücken jetzt erstmal und dann gehen wir raus und müssen Sam noch einflechten und so. Und dann geht's auch schon los. Mhm. Guten Hunger, Mia. Danke. So, hier werden noch schnell Stiefel geputzt. Genau. Und dann wische ich da gleich nochmal rüber. Ja, aber das ist, dass der Sand ab ist. Genau. Super. Dann haben wir es ja gleich, ne? Müssen wir jetzt Sammy reinholen? Mhm. Ich muss mal ein paar Sachen im Auto hier zurechtlegen. Mein Auto sieht immer noch aus wie Sau. Ich komme einfach nicht dazu, das sauber zu machen. Aber wenn die Turniersaison vorbei ist, dann muss ich da unbedingt beigehen. So, jetzt wird fleißig Sam eingeflochten, auch wenn es nur zwei Zöpfe sind. Ja, der Rest hier, der ist tatsächlich schon gut gewachsen, aber zum Einflechten ist es noch lange nichts. Mhm. Da mache ich auch nichts mit. Kuckuck! Sam ist auch sehr entspannt. Das ist er ja eigentlich immer. Und dann fange ich jetzt mal an, ihn zu putzen. Ja, genau. Putzen. Damit wir dann auch gleich los können. Putzen ist eine gute Idee. So, Sam ist schon schick. Mia putzt noch, aber er glänzt ja schon ordentlich. Er glänzt immer ziemlich, ne? Mhm. Ja, ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch. Ja, Viertelstunde. Ich glaube, du musst gleich ein bisschen nachhelfen. Ja, weiß ich nicht. Hopp, hopp, hopp. Nein, muss ich nicht. Hopp, hopp, hopp. Gib ihm schnell einen Bonbon, wenn er einen möchte. Sammy? So, ich habe ihm auch extra ein anderes Heunetz hingehängt. Ein volles. Puh, Schweif rüber. Sehr gut. Soll ich dir das Heunetz eben festhalten? Bist du schon fertig? Ja. Ah, okay. Ich glaube, das ist eher, dass es passt so. Ja, sehr gut. Super. Ja, dann lass uns losfahren. Hier, hast du gesehen? Heino hat das hier vorne kaputt gemacht. Wo? Hier. Ey. Da hat er das Ding rausgerissen, den Haken. So, wir sind jetzt schon unterwegs. Ich glaube, wir sind auch bald da. Ja, 16 Kilometer haben wir noch. Ja, 16 Minuten noch. Und... Mann, jetzt habe ich vergessen. Ja, wir treffen Nathalie gleich, oder heute Mittag, mit Noni wieder auf dem Turnier. Ja. Und die ist uns eben entgegengekommen, ne? Ja. Und dann kriegte ich eben eine Sprachnachricht. Hast du mich eben gar nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, wenn ich Auto fahre, dann sehe ich nichts anderes mehr. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Ja, aber ja, so ist das manchmal. So, wir fahren jetzt mal weiter. Sam ist auch ganz artig da hinten. Ja, warte, ich kann dir zeigen. Wir sind hier gerade auf irgendeiner Bundesstraße und ja, dann auch gleich nicht, da. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich glaube, ja, bestimmt. Er ist eigentlich sehr entspannt. Wir sind hier gerade auf der Straße. Ja, dann sind wir auch gleich da. Genau, wir haben schon Geld für einen Parkplatz zusammengekratzt hier im Auto. Ja, hier. Gut, dass wir noch was im Auto haben. Dass überall was rumliegt, ne? Ja. So Leute, wir sind jetzt da und wir laden jetzt erstmal ab. Ja, müssen vorne rum abladen und dann gucken wir mal, was er so sagt. So. Sag mal, frische Brise heute, du. Hallöchen. Jetzt kommt die Sonne. Aber es haben sie ja auch gesagt, dass heute ein bisschen windiger ist. So. Hallihallo, ihr zwei. Hallo. Schlecker, schlecker. Klappt das? Ja, ne? Ja. Mich stört das auch nicht, wenn das zurückkommt. Oh Gott. Langsam heute, hä? Dann mache ich hier gleich mal eben wieder alles richtig, Mia. Lass ihn fressen einfach. Ja, hier ist ja auch Gras. So, wir haben Sam jetzt fertig gemacht und gehen jetzt erstmal zum Abreiteplatz. Ich finde auf jeden Fall die Dressur wieder an. Hä?
Ja, kann sein, dass wir die ein Loch kürzer machen müssen, aber ich glaube, also ich konnte jetzt an den Steigbügellöcher, Riemen nicht sehen, dass die zu lang sind oder dass du die sonst anders hast. Muss einfach ganz ruhig mit ihm weiter reiten und fertig. Genau. Er hat Lust, ja, das denke ich mir. Siehst du. Also musst du wissen, ob du vielleicht erst hier auf dem Rasen ein bisschen reiten willst. Ja, ich würde ihn hier erstmal im Schritt ein bisschen reiten, das kann er sich ein bisschen angucken. So. Siehst du. Ja, aber wir müssen gucken, ne, sodass wir nicht zu lange hier bleiben auf dem Rasen, okay? So. Genau. Denk jetzt schon ein bisschen an Stellung. Genau. Kann sein, dass seine Halle da ein bisschen glotzt erst, aber dann ist er ja eigentlich lieb, ne? Zeigst ihm das dann gleich einmal. Komm mal in mehr durch. So, guck mal. Ja, genau. Jetzt reizt du großen Bogen, Handwechsel. Was? Handwechsel? Ja, großen Bogen. Gut. Mensch, das klappt aber gut heute, ne? Aber findest er ist heute eigentlich sehr leicht. Ja? Hat Nathalie gut geritten gestern, wa? Ja. Sehr schön. Kann noch ein bisschen mehr, ne? So, genau. Ja. Du bist besser. Genau. Und dann kannst du jetzt auf den Sandplatz. Lass mich jemand an der Stimme erkennen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber... So, Mia, ist jetzt besser? Denk an deine Stellung. Dann kommt das, der Rest von ganz alleine. Ja, 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 genau. So. So musst du an deine Stellung denken. Genau. Und dann galoppierst du nochmal an. Nicht die Hände verdeckt. Stell die Hände hin. Nicht festhalten, ne? Du bist wieder ziemlich starr in deiner Hand. Ja, ist so. Der büffelt. Nee, der büffelt nicht. Du hältst wieder fest. Das ist das Problem. Trab mal leicht. Ich geh schon mal rum, ne? Mhm. Bereits nochmal einen Handwechsel, andere Richtung auch. Merkst du den Unterschied? Ja, genau so funktioniert's. So, weiter. Sehr schön. Bisschen mehr vorwärts vielleicht. Genau. Sonst kommst du da gleich nicht hinterher, ne? Genau. Prima. Ist auf jeden Fall jetzt deutlich besser. Gut, nochmal Galopp. Achtung, Gegenverkehr. Im Galopp genauso, Mia, ne? Sehr gut, guck schön nach oben. Prima. Okay, und Übergang. Ist nicht schlimm. Aber so musst du das machen. Nummer 75, Mia Lösen mit Gerd. Mia, lass ihn äppeln und dann rett weiter. Und dann denk dran, deine Hand nicht zu starr. Auf der rechten Hand im Mittelschritt abteilen.
Anfang rechts dreht, links marschiert auf. Marsch. Anfang. Halt. Grüßen. Abteilung zu einem Rechtsstrich ab im Arbeitstempo Trab. Denk an deine Hand, nicht so stark. Durch die Länge der Bahn wechseln. Und die nie hinterher mit dem. B auf dem Mittelzirkel drücken. Im Arbeitstempo Galopp. Marsch. E. Abteilung im Arbeitstempo Trab und ganze Bahn. Reitet sie nicht bis E, ey. Richtig Krise. Abteilung links um. Marsch. Abteilung rechts um. Marsch. B auf den Mittelzirkel drücken. Reit die Ecken nicht so aus. Meine Güte. Abteilung im Arbeitstempo Galopp. Marsch. Komm weiter. E ganze Bahn. So ist gut, Mia. Weiter so. Abteilung Schritt, Mittelschritt und durch die ganze Bahn wechseln. Erst einsammeln, habe ich gesagt. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Anfang. Links um. Marsch. Anfang. Rechts um. Marsch. Anfang. Rechts drehen. Links marschiert auf. Marsch. Anfang. Halt. Von der Technik her nicht geritten, alles korrekt, bis auf die rechte Hand angaloppieren auf dem Mittelzirkel, weil die Zirkellinie so ein bisschen ging da verloren. Und du musst bestimmt an deine Hilfen gehen. Ne? Wenn du angaloppierst, das heißt Arbeitszentrum Galopp, Marsch, beim Marsch angaloppieren und dann auf dein Pferd darauf vorbereiten. Dann insgesamt so ein bisschen die Anlehnung und sicher in der Bachhoffmann
Vorderseitenkräften, aber das ist auch ein kräftemäßiges Problem. Wir müssen noch mehr von hinten an die Anhängerin herantreiben. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen feiner. Weil wenn du von hinten den Erdung nicht aus ein bisschen mehr anziehen das Ganze, dann kommst du auch zum Annähen und Nachgeben. Und dann ist das Ganze ein bisschen feiner und dann kann er auch den Kopf ein bisschen mehr selbst halten. Für den Wert für heute 6,3. Dankeschön. Und? Was? Ja. Aber ich musste sogar, also er ist sehr hinterher gerannt im Trab und da musste ich gucken, dass ich sitzen kann. Ja, aber das war trotzdem eine gute Sache. Guck mal, mit der Anlehnung, ich habe schon nicht wirklich gesehen, aber ja. Das war schon ganz okay und der Mittelschritt war gut. Also ganz ehrlich, mir 6,3, guck mal. Müssen wir einfach dran arbeiten. 6, du steigerst dich. Ja, ich 6,3. Ich habe schon so eine Note erwartet. Ich habe sogar erwartet, dass ich 5,5 bekomme. Ja, nö. Also das, ich fand das echt in Ordnung. Ich fand das gut. Reiten wir noch einen Moment Schritt und dann gucken wir mal. 12.30 Uhr ist ja erst die nächste Prüfung für dich. Ob wir zwischendurch einmal absatteln. Das wird vielleicht auch ein bisschen feiner noch. Ja, mit Sicherheit. Alles gut. Aber der hat ja nett gesprochen, ne? Ja. Die kenne ich. Hi. Woher nur? Hi Noni! Na Mausi? Wie geht's denn dir? Hast du deinen Ritt mit Mia gestern gut verkraftet? Nom, nom. So, Mia hatte eben eine 6,3 in der E. Okay. Ist 9. geworden. Können wir mitleben. Alles gut. So, wir haben jetzt mal eben ein bisschen Pause gemacht und ich konnte nicht filmen, weil wir nämlich zwei Kiddies bei uns hatten. Das waren so zwei süße kleine Fans von Mia. Und die filme ich dann natürlich nicht. Und ja, Mia ist jetzt aber schon wieder auf dem Abreiteplatz für den Dressurreiter. Wir warten jetzt noch darauf, dass die Startliste mal online kommt. Und dann gucken wir mal, was hier so los ist. Und wie das dann so klappt. Sehen die da jetzt auch? Ja, die platzieren da gerade. Machen sie doch. Ja, das wäre irgendwie auch komisch, wenn sie die Großen und die Kleinen zusammen platzieren. Ja, das war hier nämlich eben Peter oder dieser. Nee, also das glaube ich auch nicht. Normalerweise ist im Reiterwettbewerb ja so, dass die einzeln platziert werden. Mia, guck nach oben bitte! Da musst du dran denken. Nicht, dass du da Murks baust. Da muss ich dann rechts heben, ne? Ja, genau. So, wir haben uns für Dreiecker entschieden. Die werden ja eh nicht bewertet. Und dann haben wir gesagt, machen wir sie ran. Dann hat Mia das ein bisschen leichter. Aber es lief auch eben hier auf dem Abreiteplatz schon ohne ganz gut. Ja, und sie ist jetzt in der zweiten Abteilung, zweites Pferd. Mal gucken. Ich habe gesagt, sie soll auf ihre Huflackfiguren schön achten. Und dann klappt das schon. Ja? Ja, genau, so kannst du ihn lassen. Ne? Dann geht er auch einen anständigen Schritt, okay? So, guck mal, Nathalie ist auch hier. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Die hat ihren kleinen Wurzelmann dabei. Sieht voll bequem aus. Ist es bestimmt auch. Ja. Und dann immer noch schön getragen werden. Das brauchen die Kleinen, ja. So, Mia reitet da. Ist dann auch gleich dran. Mal gucken, was das so wird, ne? Nummer 75, Georg mit Mia Lürsen vom Reitfahrverein St. Georg Holzburg-Kragsdorf. Virginia. Nur das Brustblatt anheben, nicht die Schultern fest. Nicht nachdenken, nur das Reiten, was sie sagen. Schulter bitte, nicht nachdenken. Nee, ist so. So. Ja, aber wenn die das Denken anfangen, ist immer schwierig. Auf Abteilung im Arbeitstempo Trab. Anfang links dreht, rechts marschiert auf. Sie geht ja gar nicht vorwärts. Anfang halt. Grüßen. Abteilung zu einem links rechts ab im Arbeitstempo Trab. Ecken ausreiten. Auf die Mittelzähne. Ja, der Vorwärts. Okay, vorne geht ja nicht vorwärts. Das ist mit meinem Namen ja schon schwierig. Dabei auf B leicht tragen. Ich
Richtung. E, ganze Bahn. Durch die Länge der Bahn wechseln. Bei M aussitzen. Umsitzen. Ey! A. Auf dem Zirkel geritten. Abteilung im Arbeitstempo Galopp. Marsch. Im Arbeitstempo Trab, A, ganze Bahn und an der nächsten langen Seite eine einfache Schlangenlinie. M, E, durch die halbe Bahn wechseln. Abteilung Schritt, Mittelschritt. Mia, Schritt! Schritt! Mal hör doch zu! Alter! Gibt's doch gar nicht. Abteilung im Arbeitstempo Trab. C auf dem Zirkel geritten. Mia, beim Galopp halte die dran beim Galopp. Keine Ecken. Abteilung im Arbeitstempo Galopp. Marsch vor C überstreichen. Die Dressur ja, Anfang ist auch nicht links die leichteste. Um. Weiter. Marsch. Anfang links gehen, rechts marschiert aus. Marsch. Anfang. Halt. Grüßen. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. Wenn du links rumhaltest auf dem Zirkel, wo soll dein Pferd hingucken? Gut. Und was hast du heute gemacht? Nach außen sogar. Ne? Da musst du wirklich nach arbeiten. Und in der Galopptour so ein bisschen bestimmter. Da darfst du auch wirklich mal durchsetzen, wenn sie dir dann zu schnell wird, so ein bisschen mehr Einwirkung zeigen. Das Pferd doch noch so ein bisschen mehr einzurahmen mit den treibenden Hilfen und den annehmenden Hilfen. Das war ihm Galopp nicht ganz so gegeben. Sonst soweit gut schon mitschwingen. Dein Unterschenkel müsste zum Treiben und dann auch anders annehmen, dass du das Pferd von hinten nach vorne an die annehmenden Hilfen treibst. Ein bisschen mehr Angst fährt und ein bisschen mehr Kontakt haben. Ne? Und in den Paraden nicht den Unterschenkel nach vorne strecken und einfach nur brrrr. Ne? Das ist also mit in die Parade rein. Dann haben wir noch die Kopf Nummer 5, das ist die Mia. Hier soweit eine gehorsame Vorstellung. Was uns so negativ aufgefallen ist, die muss man gerade aufgucken. Das kann ich immer so leicht nach innen gucken. Aber du hast dein Pferd heute gut schon an den Hilfen gehabt, und die Paraden gut vorbereitet. Und in der Schlangenlinie war auch eine Stellung zur Übung zu erkennen. Und auch an der Stelle.
Märschparaden vorbereitet. Alles weit auf dem richtigen Weg, 7,3. Ey, das war ja voll gut. Schön. Freust du dich? Reit mal vor. Ja, los geht's. Freust dich? Ja. Cool. Richtig gut. Also, damit habe ich echt nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Ich dachte, ich lang ging ja was voll scheiße. Nee, das war echt schön. War super. Ja, also, Mia ist im Moment noch Zweite. Mal gucken, wie lange noch mit ihrer 7,3. Vielleicht hat sie ja Glück und wird heute mal platziert. Das wäre ja sehr schön. So, Mia ist jetzt auf dem 5. Und wir warten jetzt. Und Mia hofft und bangt, wie warte, immer. Sind immer noch zwei müssen noch, ne? Vier müssen noch. Hä? Warte. Ja, die gehen, so. die gehen doch. Ja, aber vier müssen noch. Und dann sehen wir. Also zwei sind drin und zwei gehen jetzt noch hin. Und dann wirst du sehen, dass du gleich erste oder zweite Reserve sein wirst. Och nee. Och doch. So, das war wohl ein Satz mit X. Mia ist jetzt Siebte. Ich bin jetzt bisher zweite Reserve noch. Ja, egal. Wir laden jetzt auf. Das ist alles gut. Das war eine richtig gute Vorstellung, Mia. Da können wir gut mit nach Hause fahren, ne? Ich fand euch heute beide richtig gut, Mia. Oh ja, dich auch, Dicky. Beide Male hinten geritten, beide Male echt einen guten Job gemacht. Findest du nicht? Mhm. Ja, alles gut. Kannst absteigen. Das war wirklich toll. Also es wird ja auch immer besser, ne? Nee. Jetzt. Mama, können wir ihn bitte schnell fertig machen? Ja, du hast Hunger, ne? Ich weiß. Wir machen ihn jetzt schnell fertig. So, wir fahren jetzt nach Hause. Du bist zweite Reserve geworden, ne? Ja. Hey, nein. Na, sieh doch. Das waren zwei siebte Plätze. Mit einer 7,4 und du hattest eine 7,3. Also alles schick, ne? Mhm. Hat ganz gut geklappt heute, auch wenn es mit der Schleife nicht geklappt hat. Der Rest hat gut geklappt. Es wird immer besser. Können wir nicht anders sagen. Auch die Anlehnung wird immer besser. Sehr schön. So, ab nach Hause. Mia hat Hunger, Muttertier auch. Mhm. Sam hat was zu essen, zum Glück. 7,34 in der Kantine vom erschlagenes Kind. Wir sind zu Hause. Bist du wieder wach? Mhm. Gerade so. Und Sam sagt, er möchte raus. Mhm. Mhm. Ich sage, ich habe Hunger. Ich habe auch voll Hunger. Wir müssen jetzt schnell abladen und Sam rausschmeißen und dann endlich was essen. Ne? Mhm. Heute gibt es mal den Blick aus dem Anhänger. Achtung. Oh, okay. Ja, das hat so geklettert gerade. Na gut. Er ist da raufgetreten. Echt? Ja. Eieiei, du bist da raufgetreten, Sam. Das geht ja gar nicht. Machst du uns mal die Tür auf, bitte? Ja. Ja, gut. Okay, Licht an. Smoky, ab die Post. Dann binde ich ihn eben gleich an. Und dann machen wir die Transportgamaschen ab und dann können wir den Rest erledigen. So, jetzt kriegt Sam noch sein Deckchen drüber und dann, eieiei, vielleicht nicht ganz so hoch. Und dann kannst du wieder raus, Süßer, hast einen guten Job gemacht heute, richtig gut. Also der war wirklich ganz toll. Das hat gut geklappt heute, bin ich sehr zufrieden mit. Ich meine, ich finde mit einer 6,3 können wir auch erstmal ganz gut leben. Der Richter war toll. Sam, jetzt bleib mal. Meine Güte. Der Richter war wirklich gut. Also der hat auch bei beiden Prüfungen gesagt, was gut war, was nicht so gut war, so, woran sie arbeiten muss. Also das fand ich echt in Ordnung, wie er so das gemacht hat. Ehrlich. Ja, wir sind wieder zu Hause angekommen. Mia hat sich gerade schon umgezogen und unter die Dusche geschmissen. Wir sind mega zufrieden mit diesem Turniertag, auch wenn es keine Schleife gab. Die beiden haben eine richtig tolle Leistung abgeliefert, sowohl in der E-Dressur als auch im Dressurreiter. Da ist sie übrigens sogar erste Reserve geworden mit ihrer 7,3 auf dem siebten Platz, meine ich. Siebter oder achte Platz, genau. Und ja, also damit sind wir, wie gesagt, super zufrieden. Ich bin ganz stolz auf die beiden und ich glaube, demnächst könnte es dann mal die erste Platzierung in einem Dressurreiter geben. Sie nähert sich ja immer weiter an die Platzierung. Mal gucken, wie es demnächst läuft. Auf jeden Fall wollen wir uns erstmal von euch verabschieden.
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch. Abonniert uns sogar, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns einen netten Kommentar hinterlasst. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss!